Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolos Big Pack mit mir, Doschelp. Und leider alleine. Ja, ich habe zwar in der letzten Folge angekündigt, dass der Speedtaker dabei ist, aber der muss nachher nochmal ganz kurz was erledigen und da habe ich gesagt, ja komm, nehme ich mal wenigstens eine Folge alleine auf. So, ich muss mal ganz schön was wegräumen. Nein, hier so. Ich habe hier schon mal so ein Geländer reingemacht, dass man dann auch wirklich hier runtergehen muss. Ich sieht das so ganz stylisch aus. Und ihr hört es schon, ich habe noch was Musik gefunden, die ich da reinpacken könnte. Zum, ja. Ist aber wirklich eine Musik, die mir überhaupt nicht auf die Eier geht. Die höre ich sogar momentan privat. Und ich muss sagen, von dem muss ich mal schauen, dass ich noch was mehr kriege. So, aber auf jeden Fall. Wir brauchen da jetzt hier für Rocket Fuel, brauchen wir ja einiges an Redstone. Das ist ja schon bekannt. Und da habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht mal auf meinen Hammer, da habe ich ja noch so, glaube ich zumindest, dass so ein Modifier noch drauf ist, hier so. Da ist kein Modifier drauf, okay, sehr, doch, da sind zwei noch drauf, perfekt, 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 hab nichts gesagt. Dass ich dann mir einmal Silkash drauf mache. Und wir kriegen jetzt Silkash mit einem Silky Jewel. Jewel. Und ein Silky Jewel ist nichts anderes als vier von diesen Silky Clove, was Gold oder Aluminium Brass ist, dann nehmen wir Gold, was Strings, um einen Emerald rum. Strings haben wir 4, das passt perfekt. Wow, haben wir weg. Dann schauen wir nochmal in der Monsterfalle nach, ob da irgendwie was ist an Strings. Gehe ich mal schwer von aus. Wow, ich denke gerade bei mir so. Bist du dafür zuständig? Ich glaube schon. Ich hoffe, jetzt hier auf einmal so viele Hühner rum. Ja, ich werde jetzt mal schauen, dass ich so ein, zwei Folgen noch alleine machen werde. Vielleicht auch nur wirklich eine. Und dann werde ich in der nächsten Folge mal schauen, dass ich den Speed dabei habe. Ja. Und was ich dann gleich mal machen möchte. Ich mal hier so was mit und noch mal so ein bisschen was an Gunpowder, das kann ich momentan ziemlich gut gebrauchen. So, was wir eigentlich auch gleich machen könnten, ist, ich würde mir ein neues Schwert machen. Könnten wir jetzt gleich mal machen. Da wollte ich mir einen Rapier machen, einen Raper. Nicht so verwechseln mit dem Rapper, das ist was anderes. Oh mein Gott, war der schlecht. Ja, und in der letzten Folge ist irgendwie die Soundabmischung total schief gegangen. Also das habe ich überhaupt nicht gehört. Ich hoffe jetzt mal, dass ich das jetzt wieder gefixt habe. Weil die letzten Folgen waren... Irgendwie hat mir das überhaupt nicht gefallen. Das war auf einmal komplett anders, die Soundabmischung. Komm, dann tun wir jetzt mal hier das rein. Das Gunpowder auch. Aber schon mal was auf. Kann man eigentlich Gunpowder noch herstellen hier? Gunpowder. Powder. Hier. Nita, Sulfur und Coal Powder. Oder aus Nita dann Richman Chamber. Oder. Ja. Okay. Müssen wir vielleicht mal so ein klein bisschen was noch machen, dass wir da eigenständig sind. So, das wird da rein. So, dann brauchen wir jetzt hier einmal das. Und wir haben 4 Silky Jewels. Und wir brauchen einen Emmel Harald. Davon haben wir ja zum Glück einen. Den gönne ich mir auch dafür. Und wir haben einen Silky Jewel. Und das kommt jetzt mal hier drauf. Und wir haben Silkash. Yay! Eigentlich hätten. Wie viel Durability hat der? 3780. Ja, lass mal erstmal so. Komm, da tue ich nochmal hier rein. Habe ich hier noch was dran? Die Knöpfe tue ich. Wieso habe ich Knöpfe? Ich will es nicht wissen. Lass ich den Strings kommen mal hier rein.
Ja. Was wollte ich denn noch machen? Ich wollte mal hier fürs Rocket Fuel wollte ich mir eine Drum machen. Da brauchen wir einen Coilwind, zwei Graded Pressure Plates, das heißt wieder, ich nehme schon mal einen ganzen Stack Eisen raus. Eisenmäßig ist das Modpack hier finde ich eine Katastrophe. Also jetzt nicht so schlecht gebalanced, sondern eher von der neuen Farben. So, eine Drum. Das stelle ich dann jetzt mal hier oben drauf und sage, dass du auch mal bitte nach oben outputtest. Und dann füllt sich dann schon mal sehr schön. Und dann machen wir das so. Wir hatten hier drüben ja noch Fluid Conduits. Dann haben wir wenigstens so einen internen Buffer. Einmal, dass du hier extracts without a signal. Dann sage ich hier nochmal, hier ist jetzt nichts mehr. Und ich brauche mal kurz einen Block. So. Und hier wird das Ganze inserted. Ja, sehr schön. Das füllt sich dann jetzt hier wieder. So, was wollte ich dann noch machen? Was ich schon mal vorhatte, wir haben ja hier jetzt einiges an Copper und so weiter. Und hier auch an, ja, mal eine kurze Frage, das, boah, kann man das eigentlich irgendwie noch besser fahren? Anscheinend nicht. Ich schätze mal, da müsste man irgendwie mit Forschen arbeiten. Weil ich hatte mal vor, irgendwie was mit Project Red zu arbeiten. Ah ja, ich weiß, was wir noch machen wollten. Wir wollten hier noch ein schönes Schwert machen. Dafür hatte ich aber noch zwei Erze. Wo sind die jetzt gelandet? Hier, ein Kobalt und ein Adit. Ich glaube, das ist das krasseste Déjà-vu meines Lebens. So, ich brauche noch ein bisschen Papier. Nehmen wir mal 6 Stück. Also schnell schmampfen und dann jedes auf. Gut, gut. Hüpfen wir mal rüber zur Schmiede, zur Smeltery. So, jetzt haben wir ganz kurz Klatto. Hallo Klatto. So, dann braucht, oder gibt es das schon? Welches brauchen wir dafür? Ich wollte ja ein Rapier, wie gesagt. Da brauchen wir jenes. Das müsste dieses sein, Crossbar Pattern. Wollte ich aus Papier. Sollte doch auch aus. Ja, Paper Crossbar. Oder was war das Paper? Dieses Paper Stack. Nö. Hä? Muss ich jetzt gerade nicht verstehen, oder? Also Stone hier, das Wood, Stone, Bone, Obsidian, Netherrack, Peridot, Ruby, Saphir, Darkseal, Magical, Wooden. Ist das disabled oder was? Wenn ja, dann... Das können wir eigentlich mal ganz... Nö. Paper ist nicht disabled.
Okay. Ich habe hier so ein bisschen was auf angeworfen gerade. So. Hier haben wir bestimmt irgendwo nicht mehr. Guck ich mir jetzt erstmal gerade ein. Da machen wir eben doch ein Full-Menülin. Wenn das jetzt überhaupt reicht. Dann gönne ich mir mal hier schnell 2 Goldbarren. So. Warte mal. Nehme ich vorsichtshalber nochmal 2 mit. Da gehe ich auch später nochmal nachfahren und tue die dann auch da wieder rein. So. Dann brauche ich noch das Tool Broadcast und. Was ist das? Das müsste Swordblade sein, genau. Da brauche ich nicht. Na, 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 na. Ja, ich habe es auch gerade wieder. Oh Gott, jetzt gerade. Ich habe gestern angefangen wieder mit The Legend of Zelda Wind Waker. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ich liebe es. Es ist einfach so wundervoll. Also. Kann ich nur wärmstens empfehlen, einmal zu spielen. Generell diese ganze Zelda-Serie. Ich glaube, das sollte ja mittlerweile bekannt sein, dass ich der übelste Zelda-Spacko bin. Irgendwas sagen wir, ich werde gleich von hinten angegriffen. So, wir haben schon 2 Menülin. So. Das einmal. Das einmal. Was haben wir jetzt? Manual Crossbars, Workblade und nur noch Toolwork. Dann tue ich den Toolbot. Oder wo ist der Ingotcast hier? Da haben wir doch. Ja, hat sich erledigt. Weil hier sind jetzt noch 2 Menüs drin. Die wollte ich später nochmal abgießen, dass ich dann nochmal was habe, um zu reparieren. Okay, einen Raper. Das geht auch falsch rum. Manulin Rapier! Und ich würde sagen, den fasst man einen epischen Namen. Ich werde ihm den tödlichsten Namen geben, der mir einfällt. Fluffy Unicorn. Dam, dam, dam! Oh Gott, habe ich einen an der Waffe, das ist unglaublich. Nee, aber Fluffy Unicorn finde ich geil. Also das war ja so, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich hatte gedacht, er hat einen Enderman davon geklaut. Nee, aber ich sag im Ernst, wie viele Schwerter gibt es hier? So Deathbringer, Stormbringer und so weiter. Was ist denn das für eine Schmach, wenn ein Gegner besiegt wird von einem Fluffy Unicorn? Da haben wir jetzt keinen Modifier drauf, das ist mir bewusst. So, da will ich jetzt aber noch einen Modifier drauf haben und das kriegen wir, indem wir etwas zusammencraften, und zwar einen Goldblock und einen Tier geben auf einem Tool einen Modifier. So, das gleiche können wir dann nochmal machen mit einem Tierblock. Und einem Notch Apple, also der OP-Goldapfel.
Ah, da war zu wenig für. Da brauchen wir jetzt nur noch 2. 4 Gold haben wir schon. So. Die erst werde ich nachher auf jeden Fall nochmal nachfahren müssen. So. Papier nochmal rein. Bier und das. Und wir haben 2 Modifier. Und jetzt verbrauchen wir mal ordentlich vom Netherquarz. Weil ich will da Schärfe drauf haben. Schärferüstung geht nicht mehr. Das Geile am Rapier finde ich ist nämlich, der kann, wenn man es richtig macht, später einen One-Hit mit Rüstung. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Quarz. Da muss ich mal nachfragen gehen. So. Aber da schon 11 Attack Damage drauf. Ja, muss ich sagen, das ist ein schöner Ort hier. So, jetzt gehen wir mal gerade knacken. Aber warte mal. Fluffy Unicorn. Oh, da wird die Street nachher freuen. Ich suche jetzt mal gerade hier so einen Mob, zum Beispiel, du bist auch sehr prädestiniert. Trotz Rüstung tot. Ach du Scheiße. Meine Erzfeinde. Salz. Okay. Ich will jetzt gerade echt noch so ein bisschen auf Jagd gehen. Die Völker drauf führen gerade zum ersten Mal auf meinem Berg drauf. All das gehört mir. Oder so. Ah lol, das sehe ich ja jetzt erst. Street hat da oben noch so sein Logo drauf gemacht. Das Street, Digga, S. Ist ja geil. Rebar. Easy Partner. Ohne Hexe. Gut. Oh, ich hab grad meinen Spaß. Was ich eigentlich auch nochmal machen wollte, ich wollte mindestens jeden Mob einmal in so einem einmal einfangen. Wofür wird man später nochmal sehen. Dup, dup. Ja, ich muss sagen, das Schwert gefällt mir. Sie lachten über die Kraft eines Fluffy Unicorn. Jetzt werden sie von ihm zerschnetzelt. Ja. Ein Kopf. Also Köpfe nehme ich gerade gerne an. Schöne Rüstung, die du hast. Hattest. Oh, das Schwert ist so geil. Was ich auch nochmal später machen möchte. Ich wollte ja nochmal mit dem Street zusammen, wollte ich ein Museum aufbauen. Das wollte ich aber bei mir im Haus machen. Bietet sich irgendwie ja so an. Das ist aber echt Wahnsinn, was ich mir für einen Berg ausgesucht habe. Hier ist Kohle. Ah, ne. Komm. Ja, ich würde sagen, das war schon mal eine produktive Folge, finde ich. Was ich aber mal gerade mache, ich baue nochmal gerade da den Basalt was ab.
Der geht mir langsam dezent auf die Nerven. Ich wollte den Basalt jetzt hier noch entfernen und das Ganze mit Erde aufschütten. Weil das ist langsam, sieht scheiße aus. Ja, ich würde sagen, das war eine produktive Folge, finde ich. Wir haben ein neues Schwert, ein Imba-Schwert. Fluffy Unicorn. Ich hoffe jetzt auch, dass es mit dem Sound dieser Folge besser war. Ich werde jetzt aber auch erstmal eine kleine Pause machen und dann warten, dass ich nachher beim Street aufnehmen kann. Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendeiner dazu, der Lust hat. Ja, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.